Liebe und Wahrheit verteidigen wir. Mehr und mehr Frieden auf der Welt, das wollen wir. Und im Namen des Mondes. Japan, da haben wir Ultraman vertreten, weil der auch mal Urlaub braucht, der Alte. Und ja, nix. Genau, die alte Niete. Denk mich aus, du. Ständig. Und jetzt habe ich mich wieder meine enge Uniform geklemmt, nur für euch. Sind denn auch Cosplayer hier heute? Und hübsche Mädchen. Möchten wir erstmal die werte Jury vorstellen. Hallo, liebe Jury. Wie heißt du denn, schönes Kind? Ich bin die Anne. Aus Berlin! Hallo. Wie ist deine Telefonnummer? Das ist eine komische Telefonnummer. Wie heißt du denn? Also man kann mich auch Elli nennen. Hallo Elli. Hallo. Sagt Hallo Elli, Publikum. Sehr schön. Gut zu wissen. Also müssen wir mit dir dann schlafen, wenn wir da auftreten müssen? Wäre das nicht schön, wenn die Incredible Superheroes an der Konnichi auftreten? Ja, wir arbeiten noch daran. Das üben wir nochmal. Kommen wir zur letzten Dame in der Jury. Hübsch ist er nicht. Stimmt nicht. Also, ich bin der Gerrit, ich bin vom Animexi-V. Wir haben im Stand zusammen mit der Konichi. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns mal besucht. So, bevor wir anfangen, möchte der Incredi-Boy noch ein paar Regeln verdeutlichen hier. Ja, das erste Mal. Cosplayer hier, alle darüber in einer Reihe aufstellen. Der teilnimmt bitte da an die Wand und möglichst nach Startnummern sortieren, denn dann ist alles viel, viel einfacher. Und den Text wissen. Den Text wissen ist gut. Und nicht laut Scheiße sagen, wenn er nicht ist. Zumindest nicht ins Mikro. Scheiße! Und der Cosplay-Auftrittszeit beträgt 3 Minuten für alle. Nein. Pro Gruppe. So, haben wir alles gesagt? Sind wir soweit bereit? Dann können wir anfangen mit der ersten Startnummer. Ja! Hast du die Liste dabei? Ja. Kommt hier her. Die erste Startnummer ist... Antonine und Svetlana als Rico und Jonas aus Final Fantasy. Applaus!
musikalischer Einstieg. Und grausam machen wir weiter. Mit Mördern. Zum Beispiel der Christina. Die macht den Joe aus Burst Angel. Und ich hoffe, sie hat dabei nicht auf das hübsche kleine Catgirl abgesehen, gespielt von der Eileen. Und sie hat noch einen Statisten dabei. Eine Statistin. Thank you.
星たちは真珠のように強い光放ち始める。南の空から聞こえる口笛、そう大人になる時が来ていた。Mann, bist du schlecht. Ich bin viel besser als du. Lüg nicht, ich bin viel besser. Was erzählst du da? Ich bin viel, viel besser. Also, wenn du viel besser bist, dann bin ich am allerbesten. Stimmt doch gar nicht. Schau dir doch mal das Publikum an. Sei nicht doof, sie feuern nur mich an. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das finde ich eindeutig besser. Hört mal, auf welcher Seite eigentlich? Das würde ich auch mal gerne wissen. Applaus bitte! Thank you.
drei nichts zu tun haben. Und so eine komische Serie gucken mit vielen Karten drin. Abgekauft hast du ihm diesen ganzen Tand.
nur weil er es nützlich fand. Wenn wir den Schatz erstmal gefunden haben, dann ist wegen Geldmangel nicht mehr zu klagen. Warum muss ich eigentlich diesen ganzen Mist hier schleppen? Bin ich hier in der Rolle des Depp? Was soll uns dieser Schrott denn bringen? Nun, ich empfehle dir. Zum Beispiel mit diesen leuchtenden Kieselsteinen, die für euch den Weg nach Hause scheinen. Und hat man von diesen Kugeln 7 an der Zahl, kann man sich was wünschen nach freier Wahl. Ist ein absolutes Muss. Was soll ich denn davon schon wieder halten? Sie kann Drachen töten und Felsen spalten. Soll ich es dir beweisen? Hier, schau auf das Schießeisen. Was steht da? Haha, ihr einfältigen Narren? Ganz ruhig! Der soll zur Hölle fahren! Der soll seiner Strafe nicht entkommen! Dazu müssen wir erstmal zurückkommen. Zurückkommen wir auch genauso wie her. Nein, du vergisst, wir haben kein Geld mehr. Nur noch eine Chance bleibt uns hier. Damit ich alle Worte verliere? Es bleibt uns nichts übrig. Wir müssen es wagen. Diese eine schwere Frage fragen. Doch anders muss es wohl nicht gehen. Siehst du die ganzen Leute da hinten stehen? Auf 3 geht's los. Dann stellen wir die Frage. 1, 2, 3. Haben Sie mal eine Mark? Die sind wenigstens billig. In Berlin fragen die Penner vielleicht nach 10 Euro. In Berlin, weißt du, was hier ein Wasser kostet? Startnummer 7. Das war die Sarah, Johanna, Linda, Lisa und Lisa. Als die Imanoki-Mädels und der Kerl mit der Schippe. Aber es muss doch auch einen anderen Weg geben. Guck mal.
Gesundheit. Corona. Amnesie. Amnesie kann durch einen Schlag auf den Hinterkopf ausgelöst werden, aber auch... Ja. Sakura, kannst du dich erinnern? Wer bist du? Wer sind diese Menschen hier? Wer bin ich? Und was ist das für ein süßer, leckerer, kleiner Wattebaum? Schockeffekt. Sakura, Sakura, guck mal, schrei! Sakura, auf, Sakura! Ah, eine Feder der Erinnerung. Die brauche ich jetzt. Folgen haben.
Jetzt ist er sauer. Jedenfalls gebar sie ihr Kind in einem Stall in Bethlehem.
war der Hirte Miroku auf dem Feld. Der hütete des Nachts seine Schafe. Nur mal so zwischendurch. Ich besitze nur ein Schaf. Wo sind denn die anderen? Gefressen. Und misch dich nicht immer ein, Kaito. Du bist noch gar nicht dran. Bäh! Fürchtet euch nicht. Ah, ein Dämon! Wieso Dämon? Sehe ich denn so schlimm aus? Das nicht. Du siehst umwerfend aus. Aber in der Neos steht, dass grüne Haare für abgrundtiefe Bosheit stehen. Wer glaubt denn schon der Neos? Ich! Ruhe! Also nochmal, fürchtet euch nicht. Warum redest du mich eigentlich im Plural an? Dein Schaf meine ich auch. Das verstehe ich doch sowieso nicht. Ach, dann lasse ich den Text jetzt einfach weg. Ist sowieso zu kompliziert. Du sollst zum Heiland gehen. Wo ist denn der? Nein, Bethlehem. Das habe ich wohl gehört, Kaito, aber wie komme ich da hin? Ganz einfach. Gehe ins Donnertal zum Löwenzahn unter der alten Linde, wo die Sonne das Eichhörnchen küsst und biege dort links ab. Also da bin ich ja nie hin. Das ist nur ein Eichhörnchen. Dann folgt doch einfach diesem komischen Stern da oben. Der ist aber für uns Könige gedacht. Du musst den Weg schon allein finden, Miroku. Danke, Kaito. Also ich bin dann weg. Den Erzähler zu machen reicht mir vollkommen. Noch eine Kleinigkeit. Könntest du dir vorstellen, die Mutter meines Kindes zu sein? Los! Weiter im Text. Der Hirte machte sich auf den Weg. Und wie durch ein Wunder fand er schon kurze Zeit später sein Ziel. Wunder? Ich bin doch nicht Yoga. Seid willkommen in diesem Stall, Hirte. Schöne Frau, bist du die Mutter des Heilands? Ja, das bin ich. Ich heiße Kyoko Suomi. Wo ist denn der Vater des Heilands? Dieses untreue Schwein hat mich mit dem Kind sitzen lassen. Das würde ich nie tun. Sag, könntest du dir vorstellen, die Mutter meines Kindes zu sein? Das will ich dir mit noch einem Kind. Eins reicht mir vollkommen, aber ich... Hunderte! Kurze Zeit später kamen auch noch die drei heiligen Könige aus dem Land der aufgehenden Sonne. Hattori Heiji, Wakaoji Keiichi und Tomoto Kaito. Sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ach, allerseits! Kaito, du untreues Schwein! Was willst du denn hier? Glaubst du, ich verzeihe dir nur, weil du eine neue Haarfarbe hast? Du verwechselst mich mit meinem Zwillingsbruder. Ich bin Kaito. Tut mir leid. Hat Fincher nicht von drei Königen gesprochen? Wo sind die anderen? Wir haben uns getrennt, wir haben den Weg nicht gefunden. Hier
gesagt, nichts Teuflisches. Ist egal. Du bist also Lulu. Sieht so aus. Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Auf dem Bewerbungsfoto sahen die irgendwie anders aus. Ich habe aus Versehen die falsche Haartönung genommen. Und beim Friseur haben sie auch noch was gebaut. Oha. Doch, erzähl uns doch was über dich. Warum hast du dich hier beworben? Naja, für meinen Mann und für meinen Sohn bin ich wie eine Göttin. Und ich hasse Tokyo Hotel. Du hast einen Mann? Du hast einen Sohn? Wie alt? 27 und 5 Monate. Hast du Fotos? Aber natürlich. Süß! Also, Ott, was sagst du? Tolles Gesicht? Ich meine sie. Ach so. Aber es kommt ja nicht an den geilen Typen. Ach, und ihr Sohn ist ja so süß. Na, lass uns sie doch weiterkommen. Also, Lulu, wir haben uns entschieden. Du kommst in die Motto-Show. Unser erstes Motto lautet: Verkleide dich als dein Lieblings-Pokémon. Also dann bis nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt: Weil Daniel und Ott suchen eine neue Supergöttin. Ciao.
bin auch ganz dirty. So, Startnummer 14. Da kommen Sonja als Steinwächter und Mona als Pure Black. Magisches Farbenspiel! Pretty Cure! Ach, wer regelt immer Männer auf? Das kann mir nicht passieren. Ich fress meine immer.
Staatsaufträge durchgucken. Ich sagte letztens mal ja zu mir, ich sei feinfühliger als er. Ein Kompliment, wenn er mir dabei nicht diesen Stapel Akten in die Hand gedrückt hätte. Meine Arme, du weißt schon. Gott, wer hat das denn geschrieben? Das ist ja voller Fehler. Du weißt schon, dass wir keine einheitliche Rechtschreibung haben, oder? Du schreibst eh, wie du denkst. Schon wahr? Ja, und wenn ich dann immer sehe, wie meiner mit den jungen Dienerinnen flirtet, könnte ich mich wieder vollkommen aufregen. Und wir müssen den Politikern herumärgern, sollen immer schön aussehen. Warum habt ihr sie dann eigentlich geheiratet? Das Geld, der Körper, die politische und gesellschaftliche Stellung? Damals waren sie aber auch noch romantisch genug. Wie man damals auch geschworen hat, mich vor jedem Drachen retten zu wollen. Heute nennt er sie Drachen. Naja, ich lasse jetzt alles meinen jungen Diener erledigen. Der hat so einen knackigen Po. Ja, ja, und heute? Romantik ist dann nicht mehr. Heute kriege ich höchstens zu hören, wie anstrengend es doch ist. Wie schwer es da ist, ein Volk zu regieren. Und wie die Minister ihn wieder geärgert haben. Und. Entweder vergessen sie uns, ignorieren uns, belästigen uns mit ihren Arbeiten oder beschweren sich bei uns. Mädels, wenn ihr was an eurer Ehe ändern wollt, müsst ihr eure Ehemänner ändern. Letztendlich sind es doch wir Frauen, die alle Fäden in der Hand haben. Wickelt diese labilen Männer um eure behandschuhten Finger und zeigt ihnen, was ihr überhaupt an euch haben. Und wie sollen wir das bitte machen, Dorothea? Zeigt ihnen, dass ihr das nicht mit euch machen lasst. Zeigt ihnen, was sie wirklich haben. Ich meine, macht ihnen erstmal richtig Feuer unterm Hintern. Rhetorik ist alles, Ladies. Und oder droht ihnen, sie zu verlassen, denn was ist ein König ohne seine Königin? Wer kommt da? Dina, Rosanna, Antonia. Lauf auf die Bühne, schnell wie das Licht und wehe, ihr Wicht applaudiert jetzt nicht. Team Rocket hat als die Superschweinerei.
kleines Schweinchen! Ist eine Schande! Guck dich doch mal an! Du willst eine Heldin sein! Du bist doch nur ein kleines Schweinchen! Ist eine Schande! Daddy versohlt dir jetzt den Arsch! Und Jonas Lieber, was sonst ist? Aus
Sag mal, wo kommst du denn her? Von da. Wie von da? Also, warum hast du überhaupt mein Kostüm an? Woher soll ich das wissen? Ich bin Juna. Nein, ich bin Juna. Dann sind wir es nur beide. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und statt den Klamottentausch hast du dich eben dupliziert. Digitiert? So ähnlich. Aber ich meine, du bist... Nee, du kannst nicht ich sein. Du bist ja gerade mal so groß wie ein Mogli. Hey, Vorsicht, ja. Ich hab da eine Idee. Zauber doch einfach wieder. Zauber, Zauber. Mach es! Nein, so nicht! Bitte. Aber wie wäre es, wenn wir einen Ring nehmen? Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Nein, das ist mir zu gruselig. Da gehe ich bestimmt nicht zurück. Na dann, ganz einfach, machen wir eine Fusion. Nein, Madame, du bist ja immer noch da. Danke, ich hab dich auch lieb. Ach, mach Platz. Oh nein, Opfer zu bringen, kann man nichts erhalten. Um etwas zu erhalten, muss man etwas von derselben Masse dafür geben. Das ist das Prinzip des äquivalenten Handels. Das kann ja auch nicht funktionieren, du bist viel zu klein. Na dann, hast du nicht noch vielleicht eine Möglichkeit, etwas zu finden? Ein Mittel? Ja, wenn du mich nicht so oft beleidigen würdest. Moment, vielleicht habe ich da noch was du probieren könntest. Eine Klokart? Ja, genau. Du wirst mich wohl auf den Arm nehmen. Also ich bin jetzt ernsthaft ein wenig erzürnt. Zeit voll. Nein, nein. Moment. Ich hab da noch was, ich suche noch. Und? Was gefunden? Ja, Nemo. World. Könnte sein, wenn ich mich so angucke, aber eine Bühne, Mikrofone und Gesangskleidung. Oh mein Gott, wir sind bei DSDS! Oh mein Gott, DS! Na du, ich glaube, das sind wir doch nicht. Das ist jetzt eher Publikum. Dann müssen wir woanders sein. Ja, also bei dem tollen und gut aussehenden Publikum würde ich sagen, wir sind auf der Leipziger Buchmesse! Eine nicht funktionierende Fusion kommt mir irgendwie bekannt vor. Von wem? Von diesen ominösen Superhelden, die sich immer rumtreiben. Kann ja nix. So. Als nächstes kommt... Daten war 20. Annalena als Juna Gunner aus Final Fantasy X. Und Sabrina als Linkche Ju aus Deckel 4. Ja. Thank you.
geraten. Vanessa, Steffi, Martha, Jenny und Melissa. Alles die Rosen und Mädchen. Ina Ichigo, ich habe dir gesagt, ich habe deine Erdbeere nicht. Aber wenn Hana Ichigo ihre Erdbeere nicht findet, dann. Also, wenn Schinken hier wäre, die wüsste, wo die Erdbeere ist. So, Seiseki, mein Name ist nicht Schinken, sondern Schinken. Was nennst du denn jetzt schon so einen Namen? Hey, Duna, die redet voll mit dir. Baga, du bist so Seiseki. Der Fall ist klar. Es gibt nur einen, der die Erdbeere hat. Oh, bist du blöd. Meine Erdbeere! Diese Erdbeere ist nur was für geile Püppchen. So wie wir. Hey, Hina Ichigo kann auch was. Rosenblätter! Oh nein, Shinko ist gefangen. Ich muss sie retten. Heimlich. Shinko, meine ewige Gegenspielerin gefesselt. Das ist meine Chance. Haha. Ich bin die Böseste der aller Bösen. Das Urböse. Böse als mich gibt's nicht. Ich bin ja so böse, dass ich schon evil bin. Oh nein, Seige Tohu! Ich muss noch mein Haus gießen. Da oben. Fritz, Kyo kommt gleich. Ja, okay, okay, ich kämpfe mit. Wir kämpfen gegen das Böse! Du sagst jetzt einfach die Startnummer und dann sag ich nicht.
nix und dann sagst du die Namen und dann sag ich wieder nix. Und dann sagst du die Charaktere, die sind schwierig auszusprechen und ich sag nix und dann sagst du die Serie. Oh, weil du das mit nicht lesen kannst hier. Ja. Ich hoffe, Mann. Also Nummer 23, Julia, Caroline, Christine als Ronen, Renata, Inzu, Rona und Kim Fukushima aus Laimiko singt. Hast du das geschrieben, ja? Lesen. Singt Titan. Schön. Applaus! Das kann ich nicht aus.
und Männer leihen sich immer Geld. Was? Bon. Was sehe ich schon wieder? Kannst du mir Geld leihen? Du hast dir gestern ein neues Auto gekauft, ja? Ja, aber Juli, sie hat Geburtstag. Naja, gut, du hast wenigstens dran gedacht. Hier, mein Hart für das Geld. Dankeschön, ich geb's dir auch wieder. Und Männer, die sind so eklig, die halten nichts vom Körper in dir. Die stinken und fühlen sich dabei noch cool. Der Duft eines natürlichen Mannes. Männer kaufen so egoistische Geschenke. Du, Schatz, Happy Birthday! Ach, danke schön. Weißt du was? Ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Ach, wie toll. WM-Karten! WM-Karten? Ja! Du bist so egoistisch, komm, geh weg! Dann geh ich mit meinen Freunden. Und Männer lassen keine Gelegenheit aus, ein anzumachen. Kätzchen. Möchtest du vielleicht mit Gott ausgehen? Nein. Du, willst du vielleicht mit mir ausgehen? Hallo? Du wolltest gerade was doch von ihr? Ach, ist doch egal. Nee. Und was wäre, wenn ich doch gesagt hätte? Na, dann würde ich mit dir ausgehen. Und was mit mir? Wir können zwei Termine machen. Ach, so nicht mit uns. Ach, dann geht doch, wenn ihr mich nicht mögt. Das ist kaputt. Ich bin alleine. Naja, obwohl Männer arrogante Arschsprecher sind, sind die doch so niedlich.
Die nächste Startnummer, das sind Corinna und Britta als Incredible, Incredible! Nein, als Aramon! Interview mit einem Vampir! Kennen wir das nicht alle? Man will den Samstagabend in der lauschigen Gruft des Opfer verbringen, steht stundenlang vom Spiegel, bis auch wirklich alles perfekt ist. Und dann der Schock. Kein weißes Puder mehr im Haus. Wir suchen uns panisch einen Ersatz. Doch das letzte Mehl ist für den Geburtstagstorten-Grabstein für Lucifer's Little Angel 666 draufgegangen. Aber es gibt eine Abhilfe. Greifen Sie einfach zu Vampirbiss. Vampirbiss? Und der Ton ist hell und klar. Vampirbiss! Und die Haare sitzen schon beim ersten aus dem Sack steigen. Den ersten Biss gibt es gratis für alle unter 20. Für schönen Jünglingen kann man auch noch eine Ausnahme machen. Warum Tat! Oh, Amor, wieder in der Stadt? Ja, Tat ist seit 20 Jahren. Und du sitzt in meinen Katakomben. Oh, bin ich wohl gekommen, um dich zu besuchen. Schöne Stadt. Jetzt ja, Krivier. Wie lässt es sich ein paar Jahrhunderte aushalten? Diese Stadt ist nicht groß genug für uns zwei Verräter. Tja. Dann solltest du dir wohl ein neues Jagdrevier suchen. Die Luft wird dann dir gut tun. Hält dich jung, ehe du noch alles bist und verkalkst. Basta! Lass uns das wie Vampire regeln. Ganz oldschool. Wer sich zuerst gruselt? Los gehen, genau. Also,
Ich schaue mich schon nach was Neuem um. Ich warte nur noch auf die Zusage vom Streicher zu Letsch. Lol. Naja, ich habe mir jetzt auch was überlegt. Ich werde Osterhase. Eine Freude zu machen. Was denken die sich dann? Der Osterhase ist ein Playboy-Bunny? Dem Playboy habe ich schon abgesagt, die sind zu billig. Also ich habe jetzt ein riesen Angebot vom ADAC. Ich werde jetzt gelbe Engel. Hat er eigentlich noch mehr Hunger?
Situation. Dann sorge ich gleich mal für Ausgleich. Ey, das hat Robin gedacht. Keine Manieren, der Typ. Leute, in 3 Stunden kommen wir zu der Insel, da könnten wir uns die Vorräte wieder auffrischen. Sag mal, waren wir nicht erst vor 2 Tagen an der Insel an Proviant gekauft? Vergiss es, Toro, die ganzen Vorräte sind schon aufgebraucht. Und jetzt ratet mal, auf welchen Rechnungen das geht. Haben wir etwa Diebe einbucht? Ruffy! Was? I'm known as Martinez, Alcalanella, Siach, Lavares, Ambriuela, Sustanavari, Tanakampia, Andre Gottschmidlos, Kudovinci, Bodo Sorge, Stolz und Kaiser des Herb. Und auf Deutsch? Where's the Stampede? Ach so! Natürlich! Hey, bin ich ja gar nicht, wie ein Pretty Boy. Ja. Und die Stadt Nummer 29, Ernst und Jaro. Als Wolfwood. Wolfwood. Aus Dragon. Dragon. Eben der Beste halt. Ich bin ja ein Unikat, das einzig Wahre. Niemand ist besser als ich. Was, wer bist du denn? Ich bin der echte, wahre Nicolas D. Wolwood. Nur in deinen Träumen. Duell! Jo, halt. Guck mal da. Was? Was denn? Ha! Jo! Du Bastard, nimm das! Yeah.
getan. Eigentlich noch viel, viel öfter. Noch viel, viel öfter. Bei der nächsten Nummer wird es bestimmt sehr, sehr schwierig. Die Nummer 31. Das sind die Nadine und der Steffen und die Miriam und die Sandra und die Isabel und der Peter als Freya, Kuja, Susanne, Beatrix, Eiko, Vivi und Garnet aus Final Fantasy 9. Wer bist denn du? Ich bin...
bin das Weihnachtsupdate. Weihnachts? Ja. Das haben wir doch schon vom Server gelöscht. Aber draußen liegt noch Schnee. Schnee heißt Winter. Winter, Weihnachten. Weihnachten, Weihnachtsupdate. Klimaerwärmung, März, in 2 Wochen Ostern. Ostereier, rosa Häschen, mit Häschenohren und Schokolade. Und kleine Kinder, die die Ostereier suchen, aber kein. Oh mein Gott. Was willst du jetzt? Osterhandy, 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 Osterhandy. Scheiße. Ja, da hätte ich jetzt nicht nur gesagt. Ach so, Entschuldigung. So,
Nummer 34. 34. Die Renata. Als Garten. Die Jessica. Als Sailor Serenity. Die Janine. Als Sailor Neptune, als alle Sailor Moon. Und Maike als Nanaki aus Edward Children. Applaus hier. Ich bin der
von diesem Schatten, flehte sie um Errettung durch ihren Schöpfer. Doch der Schöpfer ermüdete sie nicht. Was? Wie lange soll denn das gehen? Tja, normalerweise kommt an dieser Stelle immer ein wunderschöner Prinz, der die goldene Maite rettet. Aber irgendwie... keine Ahnung. Oh mein Gott. Charaktere von Square Enix, sie kommen zu langsam. Und somit endet diese Geschichte. Dankeschön. Genießt den großartigen Totaler!